Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zum täglichen Vlog. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, macht Gino momentan keine Vlogs. Das liegt daran, dass der arme Junge eine Lebensmittelvergiftung hat. Wie auch immer er das geschafft hat, er hat mir gesagt, weil er da gerade mit der Polizei, mit Rettungswagen und so unterwegs ist, weil er da irgendwie reingucken muss eine Woche, meint er so zu mir, dass er bei irgendeinem Chinesen war, wo der Laden schon total abgeranzt aussah und seine Kollegen wollten halt was essen und er hat sich natürlich dann auch was geholt. Die werden nicht gleich irgendwie in die nächstbeste Pizzeria fahren und sich extra nur für ihn da eine teure Pizza holen. Nein, er hat mir gesagt, die waren da essen und ich habe ihn heute besucht und der Junge ist so tot. Ey, ohne Scheiß, ich habe ihn noch nie so gesehen wie an dem Tag auf jeden Fall. Richtig krass, Lebensmittelvergiftung kann auch übergefährlich sein, vorweg, ne? Weil ich weiß nicht genau, ob man daran sterben kann, aber wenn, ja, dann hat er ein Riesenproblem, aber wird er nicht, weil er kann nicht einfach so sterben, das glaube ich ihm gar nicht, ja. Ja, dann komme ich hier vorbei und spritze ihn an. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall wieder mein epischer Klo-Vlog, weil warum auch nicht? Ich finde das Klo ist einfach so beste Spiegel-Miegel und so. Hier reduziert 15 Euro Spiegelschrank. Nein, ich habe das mal irgendwann rangeklebt. Eigentlich war das von so einer Hose. Keine Ahnung, so eine Tarnhose für Software. Mein Klo macht komische Geräusche. Na gut, liebe Leute. Wir sehen uns morgen. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, zu beanstanden. Oh, wollt ihr eigentlich mal sehen, was ich hier so drin habe? Verzeiht mir bitte, aber wenn es raus muss, muss raus. Ne? Nee, ich zeige euch nicht, was hier drin ist. Nee, ist privat, ist meins, meine Kondome und meine Riesendildos, braucht ihr nicht sehen. Nein, ich habe natürlich keine Riesendildos. Was glaube ich für eine Scheiße, Mann. Ja? Was ist los, Digga? Keine Ahnung. Ich hasse das immer, wenn ich einen Vlog mache. Ohne Scheiß, ich hasse das auf dem Tod. Auf den Tod. Ja? Wenn ich einen Vlog mache und ich keinen Plan habe, was ich euch erzählen soll. Es ist immer so voll random Shit. Deswegen, ich google immer vorher, was so für Themen sind, die mich gerade interessieren. Dann lese ich mit zigtausend Artikel durch. Also eigentlich fange ich schon ab 14 Uhr an, den Vlog zu planen. Was heißt zu planen? Einfach, um zu wissen, über was ich mit euch reden kann. Ab 14 Uhr google ich mir die Birne weg. Und und dann finde ich irgendwie so ein scheiß Thema, wo ich mir so denke, hey, cool, da könnte man quatschen. Da könnte man ein bisschen mit den Leuten diskutieren. Aber irgendwie komme ich momentan immer so spät nach Hause. Frag mich bitte nicht, was ich mache. Ich weiß es selber nicht. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne, gehe duschen. Dann weiß ich, ich ziehe mich an, gehe runter und dann bin ich abends wieder hier und mache einen Vlog. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ist ja auch egal. So, ich würde sagen, das war's. Wie lange habe ich jetzt schon geredet? Ich muss mal kurz gucken. Oh, 4 Minuten, Alter. Das ist ja schon wieder Weltrekord. Ich glaube, ich werde mal hier wieder so ein kleines Experiment aufrufen. Aber was es sein wird, werde ich euch dann auf jeden Fall noch sagen. So ein Daily Vlog Experiment, wo man jeden Tag mich sieht, wie ich leide, verrecke oder sonst irgendwas. Nein, Quatsch. Das ist natürlich nur Spaß. Mehr habe ich momentan nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Nein, Quatsch, Gino macht morgen den Vlog. Also seid gespannt, was Gino euch morgen zu sagen hat. Er wird euch das bestimmt alles ausführlich erzählen, was passiert ist oder auch nicht. Vielleicht will er auch über was anderes mit euch reden. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis dann, euer Dennis. I'm sexy and I know it.
Ich könnte es eigentlich eine halbe Stunde machen, aber ich bin jetzt wirklich weg. Wir sehen uns. Bis dann.